Zu Beginn des Films lernen wir Ray Pluto kennen. Auf Bitten seines Freundes und Partners Jerry Cubbins geht der Held in ein Diner, um Burger zu holen, und beschwert sich über seinen schmerzenden Rücken. Als Ray eine Bestellung aufgibt, wird das Lokal plötzlich von einem Mann in einem roten Pickup überfallen. Der Held beschließt, sich zu wehren, da er als Polizist arbeitet. Doch stattdessen fasst sich Ray an seinen schmerzenden Rücken, stürzt und verliert das Bewusstsein. Seine Waffe wird von einem Jungen aufgesammelt. Als der Chef des Helden, Sean Phillips, von dem Vorfall erfährt, wird er wütend und beschließt, den Angestellten von der Arbeit zu suspendieren. Ray's Fall geht in die Hände von Dmitri über. Der Held erzählt Jerry von seinem Ärger und hofft, dass Sean ihm einen guten Platz zurückgibt, wenn sich sein Rücken erholt hat. Ein Freund rät Ray, einen Massagetherapeuten aufzusuchen, um seine Rückenbeschwerden loszuwerden. Der Held reagiert skeptisch und glaubt, dass er einen richtigen Arzt braucht. In den Nachrichten wird berichtet, wie ein Junge namens Ricky einen Schläger daran hinderte, ein Lokal zu überfallen. Ein Mann namens Juan Benitez streitet mit seiner Tochter Maribel, weil er glaubt, dass ihr Freund den Korridor mit einer Zeichnung ruiniert hat. In dem Skandal versehentlich fällt in den Skandal und Ray, sondern versucht, zu verlassen. Zu Hause erinnert sich der Held an seine tote Frau und Tochter und beschließt, sich mit Hilfe von illegalen Substanzen und einem Fitnessprogramm im Fernsehen abzulenken. Jerry gibt seinem Freund die Telefonnummer eines guten Masseurs. Am nächsten Tag betritt Gladys in einem extravaganten roten Anzug Rays Haus. Zusammen mit seinem Kumpel Duke übt er an einer Schaufensterpuppe, wie man Menschen auf subtile Weise das Leben nimmt. Die Partner tun dies, um ein plausibles Drehbuch für den Film zu erstellen. In der Warteschlange zum Masseur hört Ray wieder einmal Vorwürfe in seine Richtung. Dr. Ann Beamer klärt einen Mann darüber auf, dass seine Rückenschmerzen möglicherweise durch eine Krümmung der Wirbelsäule verursacht werden. Bei der Massage fühlt sich Ray wohler und wirft einen Blick auf das Mädchen. In der Zwischenzeit überzeugt Maribel ihre Klassenkameraden, dass sie sich bald tätowieren lassen wird, obwohl sie sich daran erinnert, dass ihr Vater ihr das verboten hat. Das Mädchen geht zu Jungs namens Ping Pong und Jojo und sagt, sie wolle sich ein Tattoo auf die Schulter stechen lassen. Juan lädt Ray zum Angeln ein und sagt, er habe eine Angel für seine Tochter gekauft, die sie aber nie benutzt habe. Im Treppenhaus trifft der Held auf Duke und seinen Kumpel, die beschließen, den Polizisten über seine Arbeit zu befragen. Gladys fragt ihn, ob er schon einmal jemanden gesehen hat, der mit einem Dart erstochen wurde, denn sie müssen das Drehbuch unbedingt realistischer gestalten. Nachdem sie herausgefunden haben, dass der Held so etwas noch nie gesehen hat, freuen sich die Jungs, denn das wird definitiv zu ihrer Originalität und Wiedererkennbarkeit beitragen. Ray kommt endlich in seiner Wohnung an und bringt seinem Chef schon bald ein ärztliches Attest mit. Dr. Beamer ist der Meinung, dass der Mann bereits stark genug und bereit ist, seine offiziellen Aufgaben zu erfüllen. Phillips erlaubt dem Helden, an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren, aber er tut es nur widerwillig. Ray streitet sich mit Dimitri und hört sich das Interview von Ricky im Fernsehen an, der meint, der Polizist habe einfach nicht gewusst, was er tun soll, aber jetzt sei es ihm ganz klar erklärt worden. Der Held ist über diese Worte und die Witze seiner Kollegen verärgert und verlässt mit Jerry den Raum. In der Zwischenzeit versuchen Gladys und Duke verzweifelt, sich einen einzigartigen Titel für ihren Film auszudenken. Daraus ergibt sich ein neuer Streit, welcher Rasse werden die Hauptfiguren angehören. Jerry beschließt, seinen Freund zu fragen, wie er sich nach der Tragödie mit seiner Familie, der Situation im Diner und allem anderen fühlt. Ray sagt nichts, erfährt aber, dass sein Partner wegen dessen möglicherweise unkonventioneller Orientierung besorgt ist. Jerry ist sichtlich beunruhigt und glaubt, dass er seinen Freund deswegen verlieren wird. Ray bittet ihn jedoch, sich zu beruhigen und einen Spezialisten aufzusuchen. Bei einer weiteren Massagesitzung stellt Dr. Beamer fest, dass sich eine spürbare Veränderung zum Besseren vollzogen hat. Der Held bestätigt dies und sagt, dass seine Schmerzen nachgelassen haben. Ray beschließt, mit der Masseurin zu kommunizieren und mehr über ihr Leben zu erfahren. Dr. Beamer korrigiert schließlich Rays fünften Wirbel, woraufhin sie ihn unerwartet küsst. Bald kommt die Masseurin zur Vernunft und bietet an, zunächst gemeinsam zu Mittag zu essen. Maribel prahlt vor ihren Freunden damit, dass sie sich bald ein echtes Tattoo stechen lassen wird, obwohl ihr Vater es verboten hat. Währenddessen geht Juan endlich mit Ray angeln. Der Mann sagt, dass er früher gerne mit seiner Tochter angeln ging, aber jetzt lässt ihre Beziehung zu wünschen übrig. Ray versucht, seinem Nachbarn zu helfen, und sagt, dass dies nur eine Übergangsphase ist und Maribel bald zur Vernunft kommen wird. Plötzlich taucht Jojo am Horizont auf und richtet seine Waffe auf Juan. Dem Helden gelingt es, ihn mit einer Angel zu entwaffnen, aber Ping Pong übernimmt die Führung.
Die Männer sind erschrocken über diese harte Reaktion und laufen davon, während Ray und Juan versuchen zu verstehen, was sie zu einer solch schrecklichen Tat motiviert hat. Währenddessen diskutieren Duke und Clatis darüber, welchen Preis ihr Film gewinnen wird, wenn er in die Kinos kommt. Clatis fragt, wer von ihnen zuerst auf die Bühne gehen wird, wenn die Treppe zu eng ist, was zu einem neuen Streit führt. Duke schlägt vor, dass sein Freund darüber nachdenkt, wenn das Drehbuch fertig ist. Ray und Under Armour gehen zum Abendessen in ein nettes Restaurant. Die Masseurin ist nicht erfreut darüber, dass die Leute am Nebentisch Tabak konsumieren, und beschließt, es ihnen auf seltsame Weise heimzuzahlen. Yuans Frau macht sich Sorgen, dass sie die Englischprüfung nicht bestehen wird, weil sie zu schwierig ist. Der Mann unterstützt sie und sagt, er sei zuversichtlich, dass seine Frau gut abschneiden werde. Marie bemalt unterdessen Graffiti im Eingangsbereich, woraufhin Juan sie heftig schimpft. Das Mädchen bemerkt, dass Ray und ankommen und tut so, als ob sie kein Graffiti an die Wand malen würde. Zu Hause zeigt der Held der Masseurin seine Übungen. Ann verliert erneut die Kontrolle über sich und küsst den Mann, diesmal ohne sich zurückzuziehen. Währenddessen verlässt Juan zufrieden seine Wohnung, doch diese Entscheidung wird ihm zum Verhängnis. Er wird plötzlich von einem bewaffneten Ping-Pong von hinten angegriffen. Jojo betritt Maribels Zimmer und verlangt Geld für das Massaker an Juan. Das Mädchen gibt das Geld und Ping-Pong beschließt, ihren Vater endgültig zu erledigen. Zu diesem Zeitpunkt übt Clatis jedoch eine Szene aus dem Drehbuch und ruft aus dem Fenster, dass er Verbrecher sieht. Jojo denkt, dass es sich um ihn handelt und versucht zu fliehen. Der Held unterhält sich mit Ann und scherzt, dass solche Übungen seinem Rücken auf jeden Fall helfen werden und ins Programm aufgenommen werden sollten. Ray hat wieder einmal einen Traum, in dem seine Frau und seine Tochter in einen Unfall verwickelt werden. Plötzlich wacht der Held durch seltsame Geräusche im Eingangsbereich auf. Duke berichtet, dass Juan von jemandem verletzt wurde und unten ein Chaos herrscht. Mit seinem Polizeiausweis geht Ray in die Wohnung und streitet sich mit Dimitri, woraufhin er Mirabel tröstet. In den Zeitungen erscheint ein Artikel mit dem Titel »Während ein Polizist schläft, geschieht ein Verbrechen direkt vor seiner Nase«. In Sins Büro bittet Ray darum, dass ihm der Fall übertragen wird, aber der Chef ist nicht einverstanden. Aus einem Gespräch mit Mitre erfährt der Held, dass er Mirabel die Schuld an den Geschehnissen geben will, weil sie sich ständig mit ihrem Vater streitet. Ping-Pong und Jojo erfahren aus den Zeitungen, dass Juan auf der Intensivstation liegt. Die Jungen sind sehr beunruhigt über die Schreie aus dem Nachbarfenster, hoffen aber, dass sie niemand verrät. Clatis schlägt ihnen vor, die Idee mit dem Kerl und den Dartpfeilen noch einmal zu überdenken, da sie nicht so schrecklich ist wie der Albtraum, der Juan widerfahren ist. Während der Arbeit verhält sich Ray unhöflich, weil der Fall an Dmitri übergeben wurde. Jerry rät ihm, darüber hinwegzukommen und seine Aufgaben gut zu erledigen. Ray hält sich für einen Verlierer und sagt ihm, wenn er die Zeitung nicht hätte kaufen wollen, wäre seine Frau noch am Leben. Jerry tröstet seinen Freund, indem er ihm sagt, dass es nicht seine Schuld sei, und bietet ihm eine Pause an. Ray willigt ein und kauft eine neue Kerze. An der Eingangstür trifft der Held auf Juans Frau, die auf dem Weg ins Krankenhaus ist. Ray versucht, mit Mirabel zu sprechen, da er glaubt, dass der Angreifer eine Narbe auf der Wange hat und es sich um dieselben Typen handelt, die ihn beim Angeln angegriffen haben. Das Mädchen sagt, sie habe die Narbe nicht gesehen, und der Held geht enttäuscht weg. Zu Hause ruft Ray Ann an und sagt ihr, dass sie es mit ihrer Beziehung nicht so eilig haben sollten und dass die ganze Sache eine schlechte Idee ist. Der Mann nimmt eine Kerze und beschließt, sich wieder zu entspannen und Gymnastik im Fernsehen zu sehen. Der angenehme Abend wird durch das Auftauchen von Duke und seinem Kumpel unterbrochen, die um Hilfe beim Drehbuch des Films bitten und versprechen, den Namen des Detektivs in den Abspann zu setzen. Ray willigt ein und die Jungs fesseln ihn an einen Stuhl. Duke öffnet die Tür, um sein Essen zu holen, aber Ping-Pong und sein Partner stürmen herein. Ray bemerkt Yuans Kette um Jojos Hals und erkennt, dass sie es sind, die seine Freunde angegriffen haben. Die Verbrecher beschließen, alle in der Wohnung zu vernichten, um keine Zeugen zu hinterlassen, und glauben, dass Clatis sie gesehen hat. Ray bringt Ping-Pong dazu, zum Fenster zu gehen und stößt ihn hinaus, während er an einen Stuhl gefesselt ist. Es kommt zu einer epischen Konfrontation zwischen Joe und dem Helden, die von den Regisseuren beobachtet wird, die Szenen für einen zukünftigen Film markieren. Jojo schafft es fast, seinen Gegner mit bloßen Händen zu besiegen, aber von der Decke fällt plötzlich ein Messer, das zu Beginn des Kampfes dort steckte. Das Messer fällt direkt auf den Verbrecher und schaltet ihn aus dem Spiel aus. Duke und Clatis bewundern Ray. Danach geht der Mann zum Boss, nachdem er sich zuvor Yuans Kette geschnappt hat. Sean ist jedoch empört, weil der Held Mitri die Aufgabe weggenommen und willkürlich gehandelt hat.
Der Chef spricht mit dem Bürgermeister der Stadt und verspricht, dass Ray auf jeden Fall befördert und zum leitenden Ermittler ernannt wird. Dimitri beobachtet dies mit unverhohlener Abneigung und Verbitterung. Alle auf dem Polizeirevier schütteln Ray mit Respekt und Bewunderung die Hand und halten ihn für einen Helden. Dimitri spricht mit Jerry und vermutet, dass Mirabel irgendwie in den Fall verwickelt ist, weil sie angeblich die schwere Narbe auf Jojos Wange nicht bemerkt hat. In der Zwischenzeit stellen Clartis und Duke fest, dass das, was ihnen am Vortag passiert ist, den perfekten Rahmen für ein Drehbuch bietet und mit dem Titel übereinstimmt, der unglaublich ist. Die Jungs amüsieren sich und denken, dass sie bald in Cannes ankommen werden. Ray erhält öffentlich eine Auszeichnung vom Bürgermeister der Stadt und geht in Juans Krankenhaus. Dort merkt Maribel, wie sehr sie ihren Vater liebt und weint. Ray versöhnt sich mit Anne und geht zu ihr, um nicht nur seinen Rücken, sondern möglicherweise auch sein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Dies ist das Ende des Films. Danke, dass ihr euch den Film bis zum Ende angesehen habt. Gebt diesem Video ein Like. Schreibt in die Kommentare, was ihr über diesen Film denkt, und wir sehen uns in neuen Videos.